Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und heute werden wir uns die neuen Dokken-Events von Vegeta Blue Evolved und Jiren anschauen. Außen vorweg, JP wurde wieder Platz 1, dafür gibt es 30 Stones und er gilt die Orbs. Heißt, loggt euch ein, holt euch eure Orbs und Stones. Und kurze Information wollte ich noch außen vorweg euch geben. Zu den Story-Events, was könnt ihr da mitnehmen, was solltet ihr machen? Macht zuallererst erstmal alle Stages, da bekommt ihr Stones, es sind 9 Stages mal 2, 18 Stones. Und Universe Survival Charaktere erhöhen die Drop Rate der Items. Heißt, es wäre gut, wenn ihr einen Universe Survival Charaktere habt oder gar ein komplettes Team. Was hier wichtig, was könnt ihr mitnehmen? Auf Stage 1 Free to Play Android 18. Ihr könnt sie auf SA 10 bringen, sowie auf Stage 6 Android 17. Wenn ihr beide auf SA 10 bringt, wenn mich alles täuscht, bekommt ihr auch Stones durch die Mission für das Story Event. Auf Stage 1 droppt auch Medaillen für die neue Rebrillan. Dort könnt ihr Medaillen sammeln. Auf Stage 3 für die Tech Android 18. Und auf Stage 9 für unseren Ranger 17, C17, die Medaillen. Heißt, ihr könnt da die Medaillen farmen, die Charaktere farmen. Würde ich euch empfehlen. SE10 bringt sie auf SE10, auf 100% müssen sie nicht unbedingt bringen. Aber genau, jedem das seine. Anyway, Stage 3 ist hinzugekommen zum Vegeta-Event. Standardgemäß, Zihard Super 2. Auf Zihard droppen 1 bis 6 der neuen, das sind neue Medaillen, neue Vegeta-Medaillen. Und auf Super 2 7 Medaillen. Der Linksel Connoisseur, das hat unter anderem Whis und Beerus. Macht mehr Schaden gegen Vegeta. Und genau, das Event werden wir uns gleich ansehen. 77 Medaillen gibt es für den neuen Vegeta, beziehungsweise braucht ihr für den neuen Vegeta 35, um Topo zu awaken. Jiren's Dokken-Event ist ein bisschen anders. Was heißt ein bisschen anders? Da hat es halt. Ist ein neues Dokken-Event. Es gibt da zwei Stages. Auf Stage 1 droppt ein Tech SSR Jiren. Diesen Jiren könnt ihr auf UR bringen. Dann gibt er 100% für den anderen Jiren, für den STR Jiren auf seine SA. Aber ansonsten ist da quasi ein Free-to-Play-Unit und auch. Er ist ein OP-Leader, denn er gibt der Universe Survival Kategorie auf jeden Attribut 60%, aber keine Key. Als wenn ihr Jiren haben wollt, beziehungsweise wenn ihr ihn habt, er hat eine farmbare Essay, die sogar 100% bringt, weil ihr ihn, der auf der Stage 1 droppt, so auf UR machen könnt und dann er eben 100% für den STR Jiren gibt. Sie hat super zwei neue Jiren-Medaillen, wie auch hier. Jiren hat einen Attack-Boost, Death-Boost, ja, Vegeta auch von vorhin, aber Vegeta hatte dann ein. Ne, Schwäche, sage ich mal, nämlich der linkste Connoisseur bei Jiren. Nö, der hat gar keine Schwäche. Deswegen bin ich gespannt, wie das Event sein wird. 77 neue Medaillen braucht ihr für ihn, um ihn zu awaken und 35, um den Dispo zu awaken. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit. Springt zuerst in das Event von Vegeta rein und dann in das von Jiren. Gut, und da sind wir auch schon auf der Stage mit meinem Potara-Team. Heißt, ich werde erstmal versuchen, das so schnell wie möglich hier hinter uns zu bringen. Und bin gespannt, wie lang und wie schnell wir brauchen werden und wie schwer die Events sind. Das von Vegeta habe ich schon gemacht. Von mir geht das machbar, wenn ich ehrlich bin. Ich brauche natürlich ein richtiges Team, ja, im Kategorie-Team, Neo-Guard-Team. Ein Team auf jeden Fall. Welche Teams könnt ihr empfehlen? Ja, wenn ihr den Linksel-Connoisseur mitnehmen wollt, dann vielleicht ein Dream of Gods mit Uigoku, weil Beerus und Whis sind ja da auf jeden Fall drin. Könnt ihr auf jeden Fall mitmachen, aber auch ohne sollte das funktionieren. Okay, ich habe dann Potara-Team, Ella-Team. Ich weiß, das Team ist wirklich sehr, sehr gut an der Stelle. Aber ja. Mit jedem anderen Kategorie-Team sollte es auch möglich sein, auf jeden Fall. Vegeta ist tanky, Vegeta macht Schaden, wie gesagt, Connoisseur Linksel annulliert das Ganze und beziehungsweise sorgt dafür, dass er mehr Schaden machen. Aber auch ohne geht es. Werden wir gleich sehen. Gut, erste Runde gegen Tech Vegeta, wie wir gesehen haben, zweite Runde gegen Int Vegeta Blue, okay. Interessant, dann machen wir das Ganze mal so. Boom, geben die ganzen, ja, die wollte ich eigentlich Kefla geben, oder Kefla, ja. Anyways, dann machen wir das Ganze so, ja. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ihr kennt die Standardfloskeln. Und wenn ihr neu da seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und Props an euch. In letzter Zeit geht wirklich sehr viel los. Sehr viel ab. Also Seiten von euch, ja, die Abonnenten und so weiter und so fort. Da kommen viele neue dazu. Ich bin über jeden glücklich und heiße jeden willkommen. An der Stelle haut doch Vegeta Blue hier Vegeta zur Seite. So. Dieser Vegeta, sein Artwork ist so frech. Sein Blick ist so frech. Ich finde ihn so cool. Vegeta halt, let's go. Ich habe Fusion Zamasu hier drin, auch wenn er, oh mein Gott, also passt das genau. Auch wenn er unsere Super Class Allies einen Angriff senkt um 10%. Ich nehme das hin, er hat einen Typenvorteil hier gegen Vegeta. Im Potara Team Zamasu an sich solide Unit, deswegen habe ich ihn auf jeden Fall hier mit reingenommen. Und schauen wir mal, wie er sich tut. Ja, gar nicht mal so schlecht, aber bei ihm wäre es halt gut natürlich, wenn wir ihn irgendwie mit Rosé in eine Rotation bringen. Wobei ich da ehrlich bin, ich hatte hier beide LRW-Gitos in einer Rotation, denn die sind unsere Hauptschadensquelle in diesem Team. Genau. Merkt euch aber ganz, ganz wichtig, bei dem Jiren wirklich, er hat eine farmere Esse bekommen und vielleicht haben auch schon manche von euch Elderkai benutzt. Ich habe es benutzt. Auf SE6 habe ich mit Elderkai gebracht oder Grand Kais.
Heißt 4 werde ich mir noch erfahren aus der Stage 1. Die geben wirklich auf, wenn ihr sie auf 100% bringt, geben sie wirklich, auf 100% sage ich. Wenn ihr sie auf UR bringt, geben sie wirklich 100%, weil es ein UR-Charakter ist. Es ist nicht der ein und derselbe Jiren, beziehungsweise lass mal so erklären, wie funktioniert, also mit dem SA. Also wenn ihr einen Charakter habt, zum Beispiel wenn ich einen Strength Jiren jetzt hätte und noch einen weiteren Jiren Strength Jiren, dann würde der 100% auf die SA gehen, weil es derselbe Jiren ist. Es ist dieselbe Karte. Natürlich benutzt man dann diesen Jiren nicht für die SA, sondern für einen Dupe. Dupe heißt Duplikat, um da die Pfade zu öffnen. Wenn Charaktere fahrbare Esse haben, dann ist es genau derselbe Charakter von Namen her, muss er genau gleich sein, nur es ist nicht dieselbe Karte. In dem Fall, einen Moment, in dem Fall haben wir Esther Jiren und wir haben den Tech Jiren. Der Tech Jiren, es ist zwar Jiren von Namen her gleich, aber die Karte ist nicht dieselbe. Deswegen gibt die SSR-Variante Tech Jiren auf SSR 50%. Ja, es ist nicht dieselbe, es ist nicht derselbe Charakter, deswegen gibt er nicht 100%, aber wenn wir die Rarität von dem SR erhöhen auf UR, dann gibt er 100%, weil wir die Rarität erhöhen. Jedes Mal, wenn ihr die Rarität erhöht, steigt der Prozentsatz der SA, des SA Boosts, beziehungsweise der Prozentsatz, um wie viel Prozent sich die SA eben erhöht. Also, um es kurz zu fassen, Tech Jiren auf UR bringt 100% auf die SA vom STR Jiren, sofern er nicht Dokonomic ist, sofern er keine TOR-Version ist. Und dabei ist egal, ob der ST, SSR oder UR ist. So, Kefla, pop ihn auf. Kefla, was geht ab? Ich finde die Ulti so geil von Kefla. So spinnt die Teile. Aber wir sind, by the way, schon beim letzten Vegeta. Bei dem Vegeta, wisst ihr, was krank ist bei dem Vegeta? Was ich geil finde, also in den Dokken-Events. Nämlich, ihr seht es vielleicht schon. Man kann ihn weder stunnen, weder sealen, noch seinen Angriff senken, noch seine Verteidigung senken. Er will einfach herkommen und uns in seiner neuen Form umhauen. So hat es den Anschein, legit. Naja, gut. Also er tankt wirklich sehr viel weg. Die Konter, ja. Machen nicht so viel Schaden, sage ich mal. War auch kein Crit dabei, macht nichts. Nope, immer noch kein Crit. Aber dafür wird natürlich Elevigito gut Schaden raushauen. Und Elevigito wird quasi das Ganze sichern. Ich bin danach gespannt, wie das Event von Jiren sein wird. Die Ulti sieht so geil. Duty ist geil. Ich bin echt gespannt auf das Jirens Event. Ich habe es noch nicht gemacht auf Super 2. Viele haben gemeint, es ist wirklich schwer, das Event. Kann ich mir vorstellen, es gibt halt keinen Passive-Skill, keinen Charakter, der irgendwie einen Vorteil gegen ihn hat. Er hat keine Schwäche quasi. Deswegen bin ich da auf jeden Fall gespannt, wie das Event von Jiren abläuft. Das ist unser Schlagwort. Wir sehen uns im Jiren-Event. Alles klar, wir sind auf Jiren seinem Event, auf seiner Dokkan-Stage. Ich habe ein bisschen was am Team geändert. Ich habe meinen Guild Rosé reingenommen statt den Strength Rosé, weil wir hier gegen Strength Jiren kämpfen in den letzten zwei Runden. Ich habe einen Typenvorteil. Eigentlich könnt ihr den Rosé auch total lassen, wenn ihr einen Rosé habt. Also wenn ich entscheiden müsste zwischen Strength Rosé und Guild Rosé. Nur meine Guild Rosé ist hier auch auf 100% in JP und mein Strength hat gar kein Dupe, nichts. Deswegen beide SEC 100%. Also nicht beide 100%, Agility 100%, dachte ich ihm den Agility mit. Und ich habe Kefla rausgetan, weil sie Typen-Nachteil hat. Und Insamasu reingetan. Mal schauen, wie das Ganze funktioniert, weil Insamasu hat noch eine Damage Reduction. Ist auch Teil der Potara-Kategorie. Deswegen würde ich sagen, bin ich echt aufgespannt, wie das Ganze hier läuft. Und perfekt, schaut mal, hier haben wir schon total Typen-Vorteil. Mehr geht gar nicht. Aber wir haben halt schlechte Link-Skills, ja. War zu erwarten, weil Insamasu gibt da nicht so viel her. Anyways, ich hoffe, der zweite kann dann ulten, dann passt es mit dem Rainbow Orb Key. Sollte das reichen, perfekt, genau. Denn pro Rainbow Key bekommt ihr ja Key plus 2. Unser Dude Elevigito. Und da bin ich echt gespannt, ob die Transformation auch aufpoppt. Aber ich bin gute Dinge, ich denke schon, weil Jiren ist echt hart. Jiren ist echt hart. Und auf dieser Stage fängt es schon an, dass wir ihn weder stunnen noch ziehen können. Müssen wir aufpassen. Wir haben noch einen physischen Vegito Blue. Den würde ich nicht gerne hinstellen, wo er oft attackiert wird dann von einem Strength Jiren. Weil auch wenn er kontert, das Risiko gehe ich auf gar keinen Fall ein. Jetzt die Sache hier. Hier können wir das Risiko eingehen, kein Thema. Der soll da ruhig etwas kassieren. Ah, wir müssen unsere Rosé leider rausrotieren. Ich hoffe, der kommt dann wieder. Ja, der wird dann schon wieder kommen, wenn es Strength Rosé da ist. Aber ich hoffe, rechtzeitig natürlich. Ich hoffe, er kommt rechtzeitig. Genau. Ja, da kommen die Konter. Perfekt. By the way, das ist der Tech Jiren aus Stage 1, gegen den wir gerade kämpfen. Er ist ein OP-Leader, was kann man zu ihm sagen? OP-Leader, wie gesagt, gibt keine Key, aber der Universe Survival Saga Kategorie gibt der HP, Attack und F 60%. Und er hat eine Damage Reduction. Wenn seine Key 10 oder mehr sind, hat er 50% Damage Reduction. Also mehr hat er nicht. Das ist so ein, ich sag mal, Proll Jiren. Aber für Free-to-Play-Unit, SA-Farmen, nur her damit. SA für Jiren, Free-to-Play.
Her damit, sage ich das so. Her damit. So. Okay, nice. Nice, nice, nice. Weg mit dir. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Bis hierhin ging's. Beziehungsweise, jetzt wird es eigentlich auch noch gehen. Aber danach. Danach, wenn er sich awake, wenn er seine Theo-Version kommt, dann wird's, glaube ich, ein bisschen hart. Jetzt fehlen wieder die Key. Aber ich würde das gerne so lassen, oder? Wisst ihr was, wir machen es so, weil ich hole erstmal hier die hier runter, zack. Oh, die hätte ich gern für Vegito gelassen. Sag mal, du sollst nicht unbedingt angreifen, das passt. Ich wollte hier nur die Orbs ein bisschen changen. Wir tun zwar Vegito rausrotieren. Mach nichts, mach nichts. Sag mal, Damage Reduction mal gucken. Ja, okay, nice, das ist gut. Das ist ein guter Tank. Wenn er das gut tankt, ist auf jeden Fall gut dabei. Und genau. Oh, super Attack, super Attack. Also Samus hat 40% Damage Reduction. Und je höher die HP sind, desto mehr Angriff und Death Boost bekommt Maximum 60%. Also hat eigentlich gut was weggetankt, sage ich mal. So ist nicht. Ja, und wir fangen schon langsam an, nicht mehr so viel Schaden zu machen, weil Jiren ist tanky. Jiren ist tanky. Oh, die Level 5 Dodge. Jiren ist tanky und macht mehr Schaden. Und ja, Vegito Blue will ich auf jeden Fall raushauen. Wir machen das Ganze so. Und genau, genau, genau. By the way, Frage an euch. Habt ihr mal Vegeta gepult? Ich konnte zwei Mutis raushauen. Ja, einmal hatte ich welche gespart bis zu dem Datum. Hab leider nur den letzten bekommen. Ah, garantiert, jetzt ja jeder Mutti garantiert ein GSS-Event. Also der letzte Charakter ist auf jeden Fall ein SSR. Dabei ist er zu 95%. Also 95% werden aufgeteilt für die Anzahl der nicht gefischten Charaktere und 5% für die, dass der letzte Charakter, der allerletzte 5% ist. Heißt, es ist wirklich nur ein Zusatz, Leute. Es ist wirklich nur ein Zusatz. Alle anderen neuen Charaktere, da geht die normalen Raids durch. Normale Raids sind 5% für die Anzahl der gefeaturten Charaktere, 5% für die Anzahl der nicht gefeaturten. Heißt, der letzte Slot kann jetzt zu 5% gefeatured sein, aber da hat es nichts geändert. Ja, weil alle gefeaturten Charaktere haben eh 5%, die aufgeteilt werden. Es ist halt einfach nur ein Zusatz, dass es jetzt keine Dead Mutis mehr gibt. Das finde ich geil. Moment, wie machen wir das Ganze? Ich würde eigentlich das Ganze so behalten. Genau, das ist eigentlich nur ein Zusatz für uns, dass es jetzt ab jetzt keine Dead Mutis mehr gibt. Finde ich geil, finde ich geil. Ja. Nicht jeder nicht gefeatured SSR ist geil, aber hey, wenn da mal ein geiler kommt, Beerus, Rage Vegeta, fallen mir spontan ein und. Zieltanks ist auch nicht gefeatured, Tapion, Mass Zane. Her damit. Wirklich geil, ich bin zufrieden damit. Ist ein weiterer Schritt, natürlich ist ein, zum Beispiel, würde da vielleicht noch mehr gehen wie ein Blazing? Aber hey, es ist ein guter Schritt, es ist wirklich ein guter Schritt, dass immerhin, dass man für den Multisam jetzt belohnt wird. Oh, okay, Jiren eskaliert jetzt komplett erstmal. Okay. Ich mach mal das, weil ich weiß nicht, wie viel Schaden er macht. Ich mach mal, aktiv mal Whiz. Und lass mal so, wie es ist, weil hinten bekommen wir zwar viel Angriff, aber wir haben Typenvorteil, wenn es keine Auto-Attacks sind, wenn es eine Ulti ist, auch nicht schlimm. Da kommt schon die Ulti von Jiren. Oh Gott. Aber wir haben zum Glück Whis aktiviert. Ulti ist nice, finde ich. Das haben die geil gemacht. Okay, Gott sei Dank haben wir Whis aktiviert. Was soll ich sagen? Ja, jetzt sind zum Beispiel auch RIP S Super Saiyan. Garantiert S-Animation. Super Saiyan 3, Crackscreen und so weiter und so fort. Weil ja jeder Multipotenziell, was ist potenziell, garantiert ein SR hat. Deswegen, ich habe so spontan mir überlegt, was geil wäre, wenn sie die Animation ein bisschen ändern. Vor allem Shenlong-Animation. Shenlong-Animation war bis jetzt einfach nur so, wenn es kommt, ist gerade ein SSR. Wow, kein Zusatz, nichts. In der Beschreibung war es SSR oder höher, aber bis jetzt droppt ja nichts Höheres als SSR. Was geil wäre, ist, wenn die Shenlong-Animation ändern, dass wenn Shenlong die Animation kommt, es signalisiert, okay, dein garantierter SSR ist ein gefeaturter. Das wäre geil, das wäre wirklich geil. Und wie gesagt, es ist wirklich nur ein Zusatz, ja. Das ist gefeaturet, das sind zwar 5%, ist wenig. Aber das war auch davor schon so und es ist halt ein Zusatz, wenn er nicht gefeatured ist. Also kein gefeatured Charakter ist halt nicht gefeatured. Mein Gott, immerhin ein SSR, sag ich mal. Ja, Dead Mutis, weil es ist wirklich schlimm, wenn man Dead Mutis hat. Dead Mutis sind wirklich ein Genickbruch. Wenn man die da spart, dann bekommt man Dead Mutis, dann denkt man sich auch. Danke Game. So, das könnte jetzt wirklich gefährlich werden. Wir haben zwar Whis aktiviert, aber ich lasse es trotzdem mal so und guck mal, wie das Ganze läuft. Okay, Gott sei Dank haben wir Boost aktiviert gehabt, aber eine Ulti auf Vegito. Vegito Blue würde natürlich noch wehtun. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze dennoch läuft. Wir haben schon viele Balken von ihm genommen, ist gleich mal so schlecht. Ja, und Vegito Blue kennen wir. Der will hier angreifen. Der Wille ist da, Crit kommt hinterher.
Noch ein Crit. Nice, nice, nice. Okay, gut, okay, gut. Also, ich kann... Okay. Ich sag mal so, Jinens Event ist nicht leicht. Okay, mit dem Team von mir sieht es wahrscheinlich leicht aus, aber es ist wahrscheinlich, wenn ihr so ein Team habt, dann ist es natürlich leicht. Elegoreta, Elevegito. Aber ich kann mir vorstellen, dass für andere, die jetzt nicht so Teams haben, zum Beispiel schon fordernd ist. Fordernd trifft es, glaube ich, richtig, weil er hat keine Schwäche. Oh, was geht jetzt ab? Lol. Okay. Okay, weil es ist vorne, weil er hat keine Schwäche zum einen und zum einen kann man ihn weder sealen noch stunnen. Er hat einen Angriff Boost, Death Boost und er tut verhindern, dass man Charaktere rotieren kann. By the way, wenn das kommt, könnt ihr das annullieren, verhindern bzw. den Statuswert aufheben, wenn ihr euch da healt mit Sensubin zum Beispiel. Anyway, so viel zum Vegeta Blue, zum Jiren Event, die Anfangsinformation zu dem Story Event. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.